vierte Liga. Mai 2018. Uerdingen steigt auf. 2017 noch in der fünftklassigen Oberliga Niederrhein unterwegs, peilt man in Krefeld jetzt den Durchmarsch an. Mit Prominenz erfolgreich. Der einstige Bundesligist KFC Uerdingen 05 auf dem Weg zurück. Allerspätestens mit seiner Verpflichtung war der Konkurrenz in Liga 3 klar, Uerdingen macht ernst. Dominik Marot wechselt im September zum Aufsteiger und folgt prominenten Vorbildern. Großkreuz, Aigner, Beister. Beim KFC versammelt sich eine ansehnliche Riege von Spielern, die gut sind, aber ganz oben nicht mehr gewollt werden. Also wir hatten ja letztes Jahr in der Regionalliga schon eine gute Gruppe, da sind gute Kicker dazugekommen. Und Spieler, die schon höher nachgewiesen haben, dass sie richtig gut kicken können. Aber das ist längst noch kein Freibrief, weil die dritte Liga ist eine Mentalitätsliga. Und du musst in der dritten Liga fighten, rennen, zweite Bälle, Ball behaupten, immer weitermachen. Das ist eine 100%-Liga. Und wenn du da denkst, du könntest mit 70% irgendwas schaffen, weil du mal da oder da gespielt hast oder so heißt, bist du auf dem Holzweg. Dortmund, Stuttgart, Darmstadt, Weltmeister von 2014. Kevin Großkreuz, weit gereist, beim KFC angekommen. Beim traditionsreichen Emporkömmling, der Ambitionen hat, in Liga 2 aufzusteigen. Und das mit aller Macht. Mit einer Mannschaft, die sich noch einmal beweisen will. Das sind ja auch alles Spieler, die jetzt in den letzten Jahren vielleicht auch mal schwerere Zeiten hatten. Sonst wären sie jetzt nicht hier. Und die haben einfach Bock, wieder Spaß am Fußball zu haben, ein normaler Bestandteil von einer Gruppe zu sein. Die wollen gar keine Extrawurst gebraten bekommen, sondern wollen einfach nur in der funktionierenden Mannschaft erfolgreich Fußball spielen. Und das ist der Weg. Bislang funktioniert es gut. Uerdingen war nach 7 Spieltagen historisch gut gestartet. Aber für viele bedarf es der Anpassung an Liga und Spielstil. Klar, dritte Liga ist nochmal kampfintensiver. Ist natürlich, geht viel mehr über die zweiten Bälle. Erste Liga ist natürlich meist nur spielerisch, hat man nicht die Zweikämpfe im Mittelfeld, zweite Liga dann schon vermehrt, aber dritte Liga ist, glaube ich, nochmal extremer. Und was man natürlich sieht, dass die Liga extrem ausgeglichen ist. Osnabrück, Münster, Karlsruhe, Kaiserslautern, nur einige Vereine, die wieder dorthin wollen, wo sie früher mal waren. Die dritte Liga, eine Spielklasse voller Hoffnung und Tradition. Der KFC will mit und aufmischen mit Bundesliga-Stars von gestern und vielleicht von morgen. Diese Spieler sollten schon den Anspruch haben, den Unterschied irgendwann mal machen zu können. Aber das ist ein Prozess. Nicht nur, weil hinten der Name auf dem Trikot steht, wird der Unterschied gemacht, sondern letztlich über das, was auf dem Platz passiert. Und um nachher den Unterschied machen zu können, vielleicht musst du aber diese Liga annehmen. Da bleibe ich bei, das ist die Mentalität, steht in der dritten Liga über allem. Der Ball ist viel in der Luft, der Ball ist, du bist oft in Zweikämpfe verstrickt. Es ist ein unheimlich hoher Aufwand nötig, um überhaupt zum Erfolg zu kommen. Das musst du erstmal mindestens pari halten mit dem Gegner. Dann können so Jungs nachher den Unterschied ausmachen, aber nur dann. Das Ziel in Uerdingen ist klar formuliert. Man will weiter nach oben, lieber früher als später. Entsprechend wurde der Kader zusammengestellt mit dem Geld von Mikhail Ponomarev. Der Russe ist Präsident, Investor, Sponsor und Mäzen. Und Uerdingens Aufstiege kein Zufall. Dass es hier Ansprüche gibt und Erwartungen gibt und dass der Präsident mittelfristig in die zweite Liga will, das ist klar kommuniziert, davor darf man sich auch nicht verstecken. Das muss man auch nicht künstlich kleinreden, wir sind auch kein normaler Aufsteiger. Und man kann hier auch nicht antreten und sagen, mit der Mannschaft wollen wir nicht absteigen im ersten Jahr, das wäre Quatsch. Nie mehr vierte Liga. Der KFC Uerdingen 05, ein Traditionsverein, der sich neu erfindet, mit Prominenz und Geld erfolgreich. Auf dem Weg zurück nach oben.